Ja, und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, und zwar mit mir, dem DarthKLLP. Und ja, ich habe eben meine Haustiere gefüttert, hier, und mein Bowtruckle, mein Niffler und mein Porlock war es, glaube ich, den habe ich auch gefüttert. Die sind jetzt hier alle satt, würde ich sagen, genau. Und ja, da wir noch eine große Aufgabenpalette haben, müssen wir hier noch ein paar Teile machen und Nebenquests, können wir das eigentlich einsammeln. Und Bill haben wir aufgelevelt. Den könnten wir eigentlich auch... Oh Mann, wir haben so viele Aufgaben. Und eigentlich wollen wir noch das Probetraining dingsen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptquest, weil wenn dann eine Zeitaufgabe kommt, dann können wir das machen, andere Aufgaben, und zwar los geht's. Das ist unser Plan, würde ich sagen, für heute. Und ja, ach so, da müssen wir hier rein. Das ist gut. Dann klicke ich da immer nicht beim Futtersuchen immer aus Versehen da drauf. Ist mir schon oft passiert. Wenn wir in das Zimmer deines Bruders gehen wollen, musst du Ridiculous lernen. Ich bringe es dir bei und dann probieren wir es an einem Irrwicht aus. Ben Copper schwört, er hat einen irgendwo in diesem Raum gehört. Bist du wirklich bereit für einen weiteren Irrwicht, Darfi? Ja, klaro, warum nicht, ne? Ich bin bereit. Ich muss in diesen Raum gelangen, um das nächste Verlies zu finden und herauszufinden, was mit meinem Bruder geschehen ist. Du bist wirklich mutig, Darfi. Ich bin froh, dass dich als neuen Partner im Streiche spielen und Fluchbrechen zu haben. Ja, bitte gerne, ne? Und wenn es soweit ist, stelle ich mich vor den Irrwicht. Er wird dann meine größte Angst darstellen. Wenn du Ridiculous zauberst, verwandelt sich der Irrwicht in eine Form, von dir ausgedachte, besonders lächerliche Form. Aber es ist nicht der Zauberspruch, der die Irrwichte besiegt. Es ist das Gelächter. Egal was passiert, du musst nur lachen. Und wenn man Irrwichte lustig findet und nicht gruselig, dann braucht man ja eigentlich gar nicht diesen Zauber. Lol. Ich bin bereit, bring mir Ridiculous bei. Okay, 3 Stunden, das ist ganz okay. Wir haben noch ca. 431, warte, da unten steht's, 431 haben wir noch. Von daher, immer auf die grünen Dinger klicken und so, und dann haben wir das dann auch irgendwann. Und ich kann einfach auf die Boxen hier klicken und dann... Ja, dann hätten wir es. Okay, gut, jetzt haben wir es. Sehr cool, dann haben wir Ridiculous gelernt. Einsammeln. Ich glaube, ich habe es kapiert. Gut, öffne diesen verschlossenen Schrank und halte dich bereit. Leute, da stand doch immer was davor, oder? Alohomora! System Aperio und Alohomora. Merula. Merula? Ich war deine Freundin Tulip, deine einzige Freundin. Du hast mich verraten. Du bist ein Lügner, ein Dieb, ein Betrüger. Kein Wunder, dass dich deine Eltern weggeschickt haben. Ich hasse dich, du wirst niemals Freunde haben. Oha. Niemals. Worauf wartest du, Darthy? Zaubere endlich los. Ach, das sieht ja einfach aus. Ridiculous. Und bäm, ich baller deine Mütze weg. Ridiculous. Ah. Junge, da muss man ja wirklich lachen. Oh mein Gott. Hallo. Oh je. Ich liebe Regenbögen und Einhörner und Kätzchen und Lutscher. Liebst du auch Regenbögen, Einhörner, Kätzchen und Lutscher? Wow. Regenbögen, Einhörner, Kätzchen, Lollis. Yippie. Oh mein Gott, wenn so Merula durch die Schule läuft. Ach du Heilige. Das ist zu viel. Ja, das ist wirklich zu viel. Das kann ich nicht tun. Ja, gut. Und weg ist er. Gut gemacht, Darthy Kylo. Du hast einen Irrwicht besiegt. Auf eine Art war es genauso fürchterregend, wie du weißt schon wer.
Am Ende schon, ja. Aber davor nicht. Ich hoffe, mein Ewig wird genauso lächerlich enden. Hoffe ich auch. Aber Tulip, warum war dann echt Ewig Nerula? Das muss ich wohl erklären. Wir sollten von hier verschwinden und in der großen Halle darüber reden. Das wird eine Zeitaufgabe. Doch nicht, okay. Triff dich mit mir in der großen Halle, wenn du mein Geheimnis erfahren willst. Ja, los geht's. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Hey, ui, ui. Ich muss kurz nachgucken. Ja, die ist schon relativ laut. Aber naja, es geht. Also von daher, mit Tulip sprechen. Bop, 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 bop. Hallo, Tulip. Ich verstehe nicht, warum dein Ewig Nerula ist. Wieso sollte sie deine größte Angst sein? Es ist kompliziert, Darth Carlo. Es geht nicht wirklich um sie. Es geht um alles, was ich hier angetan habe und um alles, das mir angetan wurde. Oha, ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Du kannst es mir vertrauen, Tulip. Ich will einfach nur reden. Ich werde es dir beweisen. Klaro, werden wir es beweisen. Ja, ungefähr so wie Bill am Ende. Um mein Ewig zu klären, müsste ich über meine Vergangenheit reden und dazu bin ich noch nicht bereit. Das würdest du nicht verstehen, was vermutlich richtig. Gib mir eine Chance. Ich hatte auch eine schwere Vergangenheit. Ja, das würde ich nehmen. Also wir schaffen das auf jeden Fall beim ersten Mal. Das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe. Barts erster Stern. Danke fürs Zuhören, Darth Carlo. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich über meine Vergangenheit reden möchte. Oha, jetzt plötzlich aggro. Reden wir einfach weiter, Tulip. Du wirst sehen, dass du dich mir anvertrauen kannst. Okay, hast du jemanden hintergangen? Ich fühle mich, als hätte ich meinen Bruder betrogen. Ich könnte mir selbst nicht mehr ins Gesicht sehen, wenn es so wäre. Ich bin ganz bestimmt nicht perfekt. Ja, ich bin nicht perfekt, würde ich sagen. Oder? Ja. Batz, du weißt jetzt mehr über mich als jeder sonst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dir alles erzählen soll. Reden wir einfach weiter, Tulip. Du wirst sehen, dass du mir alles erzählen kannst. Ich kann meine Freundschaft nicht pflegen. Dieses Mal ist es vielleicht anders. Ich vertraue dir, Tulip. Ja, du scheinst Einzelgänger zu sein. Ich würde sagen, ich vertraue ihr. Das war auch richtig. Also von daher, einfach nett sein, ne? So, danke, Darth Carlo. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige mit einer schwierigen Vergangenheit bin. Sehr gut. Oh, wir haben sogar schon auf Level 2. Danke, dass du mir zugehört und etwas von dir erzählt hast, Darth Carlo. Ich verstehe immer noch nicht, warum Mirula deine größte Angst ist. Das ist ein Geheimnis, aber Mirula und ich sind seit unserer Ankunft in Hogwarts befreundet. Ihre Eltern sind in Azkaban, weil sie dem dunklen Lord gedient haben. Sie waren nie da und sie ist daran gewöhnt, einfach zu tun, was sie will. Meine Eltern arbeiten beide in der Abteilung für magische Strafverfolgung. Mein ganzes Leben besteht aus Regeln. Als ich nach Hogwarts gekommen bin, konnte ich endlich rebellieren. Mirula und ich sind uns trotz unterschiedlicher Herkunft sehr ähnlich. Wir haben zusammen Magie gelernt, Regeln gebrochen und Streiche gespielt. Dann haben wir von den verwunschenen Verliesen erfahren. Wir wollten sie zuerst finden, um allen zu zeigen, wie mächtig wir sein können. Aber ich habe sie verraten. Ich habe die gefundenen Hinweise vor ihr versteckt und sie hinter ihrem Rücken verwendet. Ich wollte den Ruhm für mich allein. Als sie es herausgefunden hatte, kämpften wir. Wenn nicht wir Zugang vom Zimmer von Jacob Kylo bekommen, dann auch niemand sonst. Jeder von uns hat einen Schlüssel für das Schloss mit zwei Schlüsseln bekommen und hatten dann nicht mehr viel miteinander zu tun. Zumindest bis du ihr die Schlüssel abgenommen hast. Sie hasst mich zu Recht. Sie hat Recht damit, dass ich keine Freunde habe, weil ich es nicht verdient habe. Ich habe keine Angst vor Mirula. Ich habe Angst, andere zu verraten, die meine Freunde sein wollen. Aber wir sind doch Freunde. Jeder macht Fehler, Tulip. Ich bin froh, dass du meine Freundin bist. Danke, Darth Kylo. Genug meiner Klagen. Lass uns das Zimmer deines Bruders öffnen und das nächste verwunschene Verlies suchen. Bäh. Heilige Mutter. Das war klar. 8 Stunden. Stell dich deinem Ewig, wenn du das Zimmer deines Bruders betreten und das verwunschene Verlies finden möchtest. Ich will das aber jetzt schon. Mano.
Okay, Zauberkunst haben wir. Ridiculous. Da ist dieses Jahr dann noch Immobulus dran. Mehr nicht. Alles klar. Dann, wir haben noch Zeit. Von daher können wir Eule zu Opernglas machen. Und dann, wenn wir dann noch Zeit haben, können wir noch Quidditch machen. Dann haben wir theoretisch 5 Sachen heute gelernt. Gefühlt. Aber naja, lernen ist auch wichtig. Hallo McGonagall, 3 Stunden, let's go. Das kriegt man hin. Eule zu Opernglas, Vorführung. Heute lernen Sie, eine Eule in ein Opernglas zu verwandeln. Alles dreht sich um die Augen. Ich beginne mit einer Vorführung. Sagen Sie es mit mir. Strigiforma. Aha. Oh nein, die hübsche Eule. Oh Gott. Die arme Eule. Hä? Es gibt nichts mehr. Ach, da. Okay, dann würde ich sagen, ballern wir das durch. Oh, wir haben schon einen Stern. Okay, da. Nee, Essen. Nehme ich lieber Essen. Das ist der wichtigste Teil. Passen Sie also besonders gut auf. Konzentrieren. Fast nicht geschafft, aber naja. Wir haben es doch geschafft, also von daher. Gut. Mit Zauberstab üben. Jetzt verfeinern wir ihre Fähigkeiten. Aufgestanden, liebe Schüler. Och Manu, es gibt hier ja nur diese komischen roten Dinger. Naja, egal, wir haben schon wieder geschafft. Zweiten Stern haben wir auch. Wissen haben wir eigentlich schon relativ viel, deshalb essen. Sie müssen sich aufs Äußerste konzentrieren, um die Kraft ihres Zauberstabs fehlerlos anzuwenden. Konzentrieren. Bei der muss man sich aber oft konzentrieren, ey. Okidoki. Das haben wir dann auch geschafft. Form des Opernglases einprägen. Sie müssen sich sowohl die Eule als auch die Operngläser genau vorstellen. Probieren Sie es aus. Okay, dann haben wir es jetzt schon geschafft. Und, 40 Wissen, das ist sehr cool. Haben wir die Hälfte jetzt schon geschafft? Stellen Sie sich jetzt die Operngläser vor. Erinnern. So, das haben wir auch geschafft. Okidoki. Hallo? Darauf vorbereiten, die Eule zu beruhigen. Okay, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Eule kennenzulernen. Hallo, Euli. Was geht, was geht? Geht's euch gut? Also, die Eule? Ich glaube, dir geht's gut. Du magst mich doch, oder, Eule? Niemand streichelt ein Tier in Zickzack. Das ist ganz schlecht, der. Wenn das man einem Hund macht, hat man direkt irgendwelche Zähne in der Hand stecken. Genau. Dann haben wir das auch schon geschafft. Letzter Stern. Darauf vorbereiten, die Eule in ein Opernglas zu verwandeln. Jetzt sind sie an der Reihe. Versuchen Sie, die Eule in Operngläser zu verwandeln. Bum, bum, bum. Oh, tolle Musik. Ich hoffe, das ist kein Copyright. Naja. Gut. Oh, 40 Wissen, das nehmen wir. Zaubern Sie Ihre Verwandlung. Zaubern. Ach du Scheiße. So. Ja, haben wir geschafft. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich das verkackt hätte, hätte das dann Federn? Naja, weiß ich nicht. Wir haben noch 330 Energie. Ja, das reicht für diese Folge. Und wir haben alle Aufgaben geschafft für heute. Okay, dann können wir das bei Verwandlung abhaken. Dann haben wir da noch Maus zu Tabakdose.
Genau. Wie sieht's mit der Zeit aus? Können wir eigentlich? Ja, eigentlich könnte man da noch was machen. Wäre ein bisschen kurz, wenn wir jetzt aufhören. Mit Angelisa sprechen? Nee, wir wollen mit Sky treffen. Wir wollen die Quidditch-Aufgabe machen. Hallo Sky. Orion und Murphy. Ich dachte, ich würde mich nur mit Sky treffen, um über die Ergebnisse des Probetrainings zu sprechen. Genau, also was das angeht. Nicht jeder Quidditch-Anwärter wird direkt beim ersten Versuch in sein Hausteam aufgenommen. Oh, ich verstehe. Aber du hast es geschafft! Oh mein Gott. Was? Ich wurde ins Team aufgenommen? Glückwunsch, du bist unser neuer Jäger, Darthy Kallo. Yippie! Oh, ich muss mein Haus, genau, meine Hände hier lassen. Umwerfend, oder? Du solltest dein Gesicht sehen, Darthy. Hast du wirklich geglaubt, dass du es nicht geschafft hast? Ich wusste, dass ich es geschafft habe. Ich habe gehofft, dass ich es geschafft habe. Ich hatte Zweifel, dass ich es geschafft habe. Ja, ich habe gehofft, ne? Es war schwer zu erkennen, aber ich habe mich an die Hoffnung geklammert, dass ich es geschafft habe. Mit Hoffnung kommst du beim Quidditch nicht weit. Harte Arbeit hat dir die Position als Jäger verschafft. Nun, ich war mir zu 81% sicher, dass wir dich reingelegt haben. Oha. Zahlen sind nicht viel wert, außer auf einer Punktetafel, McNally. Beim Quidditch geht es nicht um die Punktzahlen. Doch genau darum geht es, wenn wir den Hauspokal gewinnen wollen. Nicht ganz. Wenn der Gegner 140 Punkte hat und wir den Schnatz fangen, haben wir trotzdem 10 Punkte vorher. Also genau darum, nicht ganz um die Punkte geht's, ne? Und unsere Chancen sind gerade gestiegen, seitdem wir dich als Jäger an unserer Seite haben, Darthy. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Kein Problem. Ich weiß. Gern geschehen. Okay. Warte mal. Wen von uns meinst du, Darthy? Vielleicht habe ich euch alle gemeint. Genau, wir sind ein Team und als Team stehen wir wie eine Eins. Wie schaffst du es, dich nicht selbst in den Wahnsinn zu treiben, Orion? Ja, er ist halt einfach eine komische Banane, ne? Orion, die Banane. Das finde ich gut. Wie findet irgendjemand geistige Klarheit inmitten des Chaos? Ich wusste, dass du meine Frage mit einer Gegenfrage beantworten würdest. Was das etwa keine Hypo Ach so, war das etwa keine hypothetische Frage? Nun, also Sky gefragt, wie du dich nicht selbst in den Wahnsinn treibst. Und dann hat Orion gefragt, wie irgendjemand geistige Klarheit inmitten von Chaos findet. Und dann hat Sky gesagt, dass sie wusste, dass du mit einer Ge mit dass du meine Frage mit einer Gegenfrage beantworten würdest. Und dann? Du bist wirklich interessant, McNally. Sollen wir weitermachen, die Aufnahme von Darthy in unser Quidditch-Team feiern? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch zum ersten Mal alle drei zusammen an einem Ort sehe. Und was hältst du davon? Es ist wunderbar, es ist ein Albtraum, es ist sonderbar. Ja, es ist sonderbar. Würde ich sagen, ich finde es weder gut noch schlecht. Einfach nur merkwürdig. Merkwürdig hat man mich schon öfter genannt. Ich schätze, mit merkwürdig kann ich leben. Du gehörst auch zu den merkwürdigen Leuten, Darthy. Und jetzt, wie sollen wir feiern? Natürlich mit Quidditch. Lass uns zum Feld gehen. Es ist an der Zeit für dein erstes offizielles Teamtraining als Jäger in Hogwarts. Sehr toll. Lul. Ja gut, dann machen wir das Spiel. Bum, bum, bum. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ah, jetzt. Das ist toll. Wir spielen. Yay, wir sind im Quidditch-Team. Bum, bum, bum. Wieso sage ich mal bum, bum, bum? Ich weiß es auch nicht. Hallo, McNally. Es ist ein schöner Tag für ein Quidditch-Freundschaftsspiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,3%, dass es super spannend wird. Bei dem Hooch wird das Spiel beginnen. Beide Teams sehen sehr hungrig aus. Ich würde eher vorher was essen, ne? Also, die Jäger beginnen das Spiel. Information, sie haben den Quaffel und sie bekommen Gesellschaft. Die Jäger versuchen den Templerick-Wechsel, eine von mir erfundene Taktik, um ihre Gegner zu verwirren. Wahrscheinlich ist das jetzt schwieriger, oder? Ohne Zeit? Lol, das ist sogar ohne Zeit.
Naja, zwei Fehler, okay. Okay, das haben wir. Und der gegnerische Jäger ist vom Timlerik-Wechsel abgelenkt und Kylo erzielt ein Tor. Ich bin so stolz. Das ist doch toll. Der gegnerische Jäger hat den Quaffel, wird damit aber nicht weit kommen, wenn es nach Kylo geht. Kylo versucht, den gegnerischen Jäger anzurempeln. Es ist ein schmaler Grat zwischen einer Rempelei und einem Foul. Ist doch gut. 12 Sekunden. Okay, das geht auf Zeit. Auf Zeit schaffe ich das irgendwie besser. So, wir haben immer noch zwei Punkte, zwei Fehler. Genau. Also, perfektes Spiel ist das jetzt nicht, aber, Kylo hat dem gegnerischen Jäger den Quaffel abgeluchst und ein Teamkollege hat ihn sich geschnappt. Ja, das ist doch wundervoll. Der gegnerische Jäger hat den Quaffel. Ist die Glückssträhne von Kylo etwa damit schon zu Ende? Kylo ist hinter dem Quaffel her wie ein Niffler hinter einem Sack voller Galeonen. Wird sich Kylo den Quaffel schnappen? Klar werde ich das. Warum nicht, ne? Warum auch nicht? Dritter Fehler, vierter Fehler. Okay, nicht ganz so gut. Vier Fehler ist noch actually ganz gut. Okay, was für eine fantastische Flugshow, Leute. Wer braucht schon Glück mit einem Naturtalent von Kylo an seiner Seite? Ja, keine Ahnung, ne? Das Team von Kylo geht siegreich aus einem packenden Spiel hervor. Das sind die Momente, von denen Quidditch lebt. Ja, das sieht gut aus. Oben die Leiste. Okidoki. Das sah eben noch mehr aus, aber ja. Okay, dann haben wir das geschafft. Kannst du dich sofort mit mir im Innenhof treffen? Ich kann es kaum erwarten. Okay, dann empfohlen. Murphy auf 2. Haben wir Murphy denn schon als Freund? Ja. Okay, dann kann ich Murphy aufleveln und so. Und dann würde ich sagen sogar, was ist das denn? Abschied vom Vertrauensschüler. Oha. Dann werde ich vielleicht werde ich Vertrauensschüler. Oh mein Gott. Weil wenn die geht. Nee, wie auch immer. Das war's auf jeden Fall mit der Folge, weil wir haben alle Aufgaben gemacht, die wir machen wollten. Hier muss ich 8 Stunden warten jetzt. Und dann haben wir noch 1000 Nebenquests. Und Quidditch muss ich aufleveln. Das bedeutet, wir können hier keine weiteren Aufgaben mehr machen. Genau, das war's mit der Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt, zu den 350 Abonnenten. Das wäre sehr nett. Und ja, tschö mit